Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Mäuse-Update. In diesem Video wollen wir euch von jeder einzelnen Maus mal ein bisschen was erzählen. Wir wollen berichten, wie die Gruppe funktioniert momentan. Und leider müssen wir euch auch mitteilen, dass eine Maus verstorben ist. Die kleine Strudel, ihr hattet das beim letzten Video schon gesehen, die hatte ja dieses krasse Warzenproblem. Und es ist leider so schlimm bei ihr geworden, dass ihr Füßchen ganz dick angeschwollen war und ihre Schwanzspitze zum Teil ja wie abgestorben wirkte. Also die Tierärztin sagte auch, ja, das war leider so. Deswegen mussten wir leider den Schritt gehen und sie erlösen lassen. Da wollen wir im Anschluss noch ein paar kurze Videos von Strudel zeigen, um einfach nochmal an sie zu denken. Erst einmal wollen wir berichten, wie es so streittechnisch bei den Mäusen aussieht. Also man kann sagen, dass seit ein paar Monaten die Farbmäuse sich richtig gut verstehen. Als die Farbmausböckchen verstorben sind, war zwischendurch immer wieder so ein bisschen Unruhe. Aber das hat sich jetzt Gott sei Dank wieder gelegt. Ich meine, inzwischen sind es ja auch kleine Omi-Farbmäuse. Wir haben die jetzt ja auch schon auf jeden Fall über ein Jahr und wir wissen ja nicht genau, wie alt sie waren, als wir sie bekommen haben. Aber ich schätze mal, die Mädels gehen jetzt auf die 2 Jahre zu. Und es ist halt leider so, dass sie alle so ein bisschen Atemprobleme momentan haben. Also die haben alle einen kleinen Schnupfen. Und jetzt seht ihr sie gerade, da sitzen sie am Futternapf. Und zwar sind in diesem Futternapf kleine Mehlwürmer, die haben wir da reingelegt. Und es sind nicht einfach nur Mehlwürmer, sondern momentan bekommen sie abends immer Mehlwürmer ins Napf gelegt. Und auf diese Mehlwürmer tropfen wir, ich blende das gleich mal ein, immer ein paar Tropfen von dem Pulmo drauf. Pulmo ist auf jeden Fall pflanzlich und unterstützt auf jeden Fall die Atemwege. Und die Mäuse mögen das so nicht essen, aber wenn man das so ein bisschen, das ist auch ein kleiner Tipp, auf die Mehlwürmer streut, dann hauen die das so weg. Also da freuen die sich richtig auf dieses Leckerchen am Abend. Und es ist auch immer total süß, wenn wir dann zum Nagarium kommen abends, dann wissen sie immer schon, oh, jetzt geht's gleich wieder los. Und schaut mal hier, ist das nicht ein niedliches Bild, wie sie da alle so in einer Reihe sitzen und ihren Mehlwurm verspeisen. Gleich kommt auch die kleine Cookie, die möchte sich auch ihren Mehlwurm ergattern. Also das ist auf jeden Fall was, wenn ihr erkältete Farbmäuschen habt oder wo ihr denkt, okay, das ist so ein kleiner, leichterer Schnupfen, dann könnt ihr denen das wirklich geben. Das ist frei verkäuflich. Man muss aber auch dazu sagen, es ersetzt nicht den Arztbesuch. Also wenn eure Mäuse wirklich einen Ateminfekt haben, dann müsst ihr damit wirklich zum Tierarzt gehen. Aber so vorbeugend zur Erkältung kann man sowas auf jeden Fall ohne Bedenken geben. So, dann hatten wir euch versprochen, dass wir zu jeder Farbmaus noch ein bisschen was erzählen. Und wir beginnen mit Brownie, der kleinen Baumaus. Ich finde, bei Brownie kann man das ganz gut sehen, dass die Farbmäuse einfach älter geworden sind. Es ist nämlich so, dass Brownie im Fell so kleine helle Strähnchen bekommen hat. Und ihr seht es auch gleich, wenn die Kamera sich scharf stellt, dann sieht man richtig diese weißen Ringe um die Augen. Und ja, ihr Fell ist auch lichter geworden. Und das ist aber halt, ja, ganz normal, wenn sie älter werden. Ist ja bei uns Menschen auch nicht anders. Aber was natürlich total traurig ist, die kleine Brownie ist leider krank. Und zwar seht ihr das hinten links bei ihrem Schwanz. Da auf der linken Seite, da hat sie leider eine Tumorerkrankung. Und ja, momentan geht sie aber trotz alledem sehr gut. Sie spielt, sie frisst, sie tobt mit dem anderen da noch ein bisschen durchs Nagarium. Und wir drücken ganz fest die Daumen, dass wir sie einfach noch eine Zeit haben werden und dass sie noch viel Freude haben wird. Kommen wir nun zu der kleinen süßen Two-Face. Ja, Gott sei Dank ist bei ihr alles in Ordnung. Sie ist gesund. Klar ist sie auch älter geworden, ein bisschen ruhiger, aber sie frisst, sie spielt und ist einfach wohlauf. Was man auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dass Two-Face wirklich immer eine der Mäuse war, die so ein bisschen zurückhaltender war.
bisschen ängstlicher auch. Und hier seht ihr sie im Labyrinth. Das hatten wir euch mal in einem Video vorgestellt. Und da hält sie sich unheimlich gerne auf. Und meistens sitzt sie ganz oben links in der Ecke. So, da seht ihr die kleine Creamy Maus. Ja, soweit ist sie wohl auf. Sie hat momentan einen kleinen Schnupfen. Aber das kriegen wir, wie gesagt, mit dem Pulmo, was wir euch am Anfang gezeigt haben, ganz gut in den Griff. Zwischendurch bekommen die Farbmäuse auch Fencheltee und das ist halt, wird halt auch total gerne von denen genommen. Ja, Creamy, wie gesagt, turnt, spielt, ist aber auch immer so ein bisschen zurückhaltender. Aber wie gesagt, sie nimmt inzwischen auch aus der Hand die Mehlwürmer. Kommen wir nun zu der kleinen Toffi. Also bei Toffi hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass sie so ein bisschen das Sagen in der Gruppe hat. Toffi beobachtet unheimlich gern alles, was so um das Nagarium passiert. Und ja, die, der geht's wunderbar. Die frisst, die spielt, ist auch gesund. Und bei ihr sieht man aber auch so ein bisschen im Gesicht, dass dieses Dunkelgraue halt auch allmählich heller geworden ist. Kommen wir nun zu der kleinen süßen Cookie. Cookie ja, war von Anfang an immer schon sehr ängstlich, deswegen ist es auch sehr schwierig, sie mal auf die oder vor die Kamera zu kriegen. Ja, also der geht soweit auf jeden Fall gut. Sie spielt, sie isst. Also was ja auf jeden Fall von Anfang an schon auffiel, sie ist sehr, sehr groß. Also wenn die neben den anderen Mäuschen sitzt, also das war sie ja von Anfang an, sie ist sehr groß. Ich finde auch, sie hat einen sehr großen Kopf, also so im Gegensatz zu den anderen Mäusen. Aber ja, sie ist aber wohlauf, sie ist fit, sie läuft auch gerne mal im Laufrad, sie spielt und soweit ist sie Gott sei Dank gesund. So ihr Lieben, das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Ganzen noch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Jetzt im Anschluss, bleibt bitte noch dran, zeigen wir noch ein paar schöne Aufnahmen von der kleinen Strudel, damit wir einfach alle nochmal an sie denken können. Habt selber einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!